In der heutigen Keynote hat Apple wieder einige neue Dinge vorgestellt, unter anderem auch iOS 18. Das Ganze bringt wie jedes Jahr wieder einige neue Features mit sich, weswegen ich dir heute zeige, wie du die iOS 18 Developer Beta installierst und worauf du achten solltest. Viel Spaß mit diesem Video. Bevor wir loslegen, müssen wir überhaupt wissen, ob wir ein unterstütztes Gerät haben. Ich werde hier links auf dem Bildschirm alle unterstützten Geräte einblenden. Wenn euer Gerät nun kompatibel ist, müssen wir als erstes unbedingt eine Sicherung unseres Systems machen, denn bei den Betas läuft gerne was schief und viele Sachen können auch instabil laufen. Deswegen gibt es hier hauptsächlich zwei Methoden, um ein Backup zu erstellen. Einmal ist das Ganze über iCloud, geht ihr einfach oben auf eure Apple-ID drauf in den Einstellungen, geht dann hier auf iCloud, in meinem Fall habe ich 200 GB iCloud-Speicher. Mit hoher Wahrscheinlichkeit habt ihr nur wahrscheinlich die standardmäßigen 5 GB und da wird es kaum für ein Backup reichen. Aber falls ihr noch genug Speicherplatz frei habt, wählt iCloud Backup aus und drückt einfach auf Backup jetzt erstellen, dann seid ihr auf jeden Fall komplett sicher mit euren Fotos, Einstellungen oder was auch immer auf eurem iPhone gespeichert ist. Falls ihr aber nicht genug iCloud-Speicher haben solltet, gibt es natürlich auch eine andere Methode. Dazu braucht ihr auch erstmal einen PC eurer Wahl, es ist egal, ob es Windows oder Mac ist. Unter Linux habe ich persönlich keine Erfahrungen gemacht, ich denke auch da geht es eigentlich gar nicht. Unter Windows braucht ihr auf jeden Fall das Programm iTunes, das ist von Apple selber. Könnt ihr euch ganz einfach über den Microsoft Store runterladen oder über einen Browser. Auf eurem Mac solltet ihr einfach euren Finder öffnen können und ein Backup von dort aus erstellen können. Wenn ihr dann iTunes auf Windows geöffnet habt, euer Handy oben links auswählt, dann hier runter bis auf Backups scrollt, dann dieser Computer auswählt und dann auf Backup jetzt erstellen drückt. Darum sollte dann ein kleiner Ladebalken erscheinen und wenn dieser abgeschlossen ist, habt ihr ein komplettes Backup von eurem Handy. Beziehungsweise iPhone. Damit können wir nun auch endlich mit dem eigentlichen Prozess starten. Nun öffnen wir einen Browser unserer Wahl auf irgendeinem Gerät, weil wir jetzt erstmal unsere Apple-ID zum Apple-Beta-Programm hinzufügen müssen. Das Ganze wird euch nichts kosten und ihr werdet das Ganze dann auch permanent haben. Die Beta an sich könnt ihr in Zukunft natürlich auch deinstallieren. Auf der Webseite betaprofiles.dev/enroll wird das bereits sehr gut beschrieben. Wenn wir hier unten auf Developer-Beta wechseln, das was wir erstmal haben möchten, weil es ja das eigentliche ist, was erstmal rauskommt. Die Public Beta erscheint erst einige Monate später. Gehen wir hier beim ersten Schritt auf developer.apple.com/account. Zum Zeitpunkt der Aufnahme geht die Seite noch gerade nicht, weil jetzt gerade noch die Apple Keynote läuft. Aber sobald das Video online ist, solltet ihr einfach auf den Link gehen können, euch mit eurer Apple ID anmelden können, ein paar Keychains setzen, den Lizenzvertrag akzeptieren oder was auch immer sonst noch von euch dort verlangt wird. Macht das dann einmal und solltet dann auf der Homepage von Apple Developer landen. Wie man hier unten sieht, so sollte es auch aussehen. Gebt eure Apple ID ein. Es muss auf jeden Fall die Apple ID sein, mit dem ihr auf eurem iPhone oder iPad eingeloggt seid. Nehmt dann die ganzen Hinweise an, setzt die Häkchen und dann war es auch. Nun können wir auch auf unserem iPhone weitermachen. Nun sind wir wieder auf dem iPhone. Wir haben auch wieder eine kleine Zeit später, denn die Apple Keynote ist zu Ende. Und wenn ich jetzt mal auf den Einstellungen auf Allgemein gehe, nicht das Kontrollzentrum, auf Allgemein gehe, Software Updates, sehen wir erstmal nichts. Und wenn ihr das jetzt auf der Apple-Seite gemacht habt mit dem ganzen Beta-Zeug, solltet ihr hier oben Beta-Updates sehen. Falls der Tab bei euch nicht erscheint, müsst ihr euer iPhone eventuell mal neu starten, aber dann sollte es hier auch auftauchen. Wählt das Ganze hier aus und hier solltet ihr auch direkt iOS 18 Developer Beta sehen. Wählt das aus, geht einmal zurück und könnt dann auch hier die iOS oder iPadOS 18 Beta runterladen. Das mache ich mal eben und nun ist Warten angesagt. Wie wir sehen können, ist unsere iOS-Version nun auf 18 aktualisiert worden. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Falls ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal, um nicht mehr solcher Videos zu verpassen. Damit würde ich aber sagen, bis zum nächsten Mal.